Das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. In der Klemme. Die DDR-Führung und die Protestwelle. Umstrittene Amnestie. Argentiniens Präsident unterhandelt mit den Militärs. Harmonie in Berlin. Ein Orchester bestimmt seinen Meister. Kampf der Grillen. Ein chinesischer Männersport wird wiederentdeckt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Auch an diesem Montag, wie schon in den Wochen zuvor, Demonstrationen auf den Straßen von Leipzig in Anschluss an das Friedensgebet in der Nikolaikirche. Am vorigen Montag waren es rund 15.000 Menschen, die mit der Forderung nach Reformen auf die Straße gegangen sind. Heute sind es offenbar noch mehr. Man spricht von mindestens 50, vielleicht sogar 80.000 Demonstranten. Wir werden im Verlauf der Sendung hoffentlich mehr aus Leipzig erfahren. Friedliche Kundgebungen heute auch in Dresden und in Ost-Berlin, wenn auch nicht in den Dimensionen von Leipzig. Das Regime zeigt sich nicht beeindruckt von der Unruhe unter den Bürgern, die sich ja nicht nur in Kundgebungen ausdrückt, sondern auch in Manifestationen, in programmatischen Willenserklärungen ganz verschiedener Gruppen, die eins gemeinsam haben: das Verlangen nach politischen Reformen, nach einer anderen, besseren DDR. Aus Ost-Berlin, Klaus Richter. Es herrschte Aufbruchsstimmung unter den Vertretern verschiedener Oppositionsgruppen, die sich am Wochenende in der Ostberliner Erlöserkirche trafen. Sie einigten sich auf die Forderung nach freien Wahlen. Offen bleibt die Frage, wie man sich organisiert. Unter den Sprechern auch Ibrahim Böhme, Historiker, seit zwei Tagen Sekretär der neuen sozialdemokratischen Partei SDP in der DDR. Was ich mir wünsche für die nächste Zeit, wenn ich für eine ökologisch und sozial orientierte, von Parteienpluralität getragene Demokratie, unter Parteien verstehe ich nicht nur die festgeschriebene Partei, plädiere, als Zielvorstellung, dann ist es vor allem das, dass alle Gruppen, egal wie groß oder wie klein sie sind, so sie sich nicht im Widerspruch zu ihren selbst erklärten demokratischen Grundsätzen befinden, erkennen, dass Programmatik in der nächsten Zeit nur von allen gemeinsam betrieben werden kann. Es geht Ihnen um ein gemeinsames Programm. Die SDP tritt für Parteienpluralismus und parlamentarische Demokratie ein. Ihr Ziel, ein Sozialstaat mit ökologischer Orientierung. Alle Gruppen sind sich einig, dass für die Erarbeitung einer politischen Alternative nicht mehr viel Zeit bleibt. Die DDR, heißt es, verliere die Reste ihrer Identität. Ein neuer Anfang müsse gemacht werden, die Zeit der Geduld sei zu Ende. Und ich möchte sagen, mit jedem Tag, den die führenden, die anmaßend führenden Persönlichkeiten der DDR ihre Sprachlosigkeit nicht bereit sind aufzuheben, verlieren sie ihre Teilhabe, ihre berechtigte Teilhabe an Machtausübung einerseits, aber andererseits machen sich verantwortlich für die mögliche Konfrontation, von der wir nicht wissen, mit welchen Unberechenbarkeitsfaktoren sich heute schon breit macht und auftut. Ich habe in den letzten Wochen wirklich die Erfahrung gemacht, dass Menschen meines Alters, also ich bin 45, Menschen, die älter sind als ich, gekommen sind und mir immer wieder gesagt haben, ich habe mein Leben bisher versessen, ich will jetzt endlich etwas tun. Und ich denke, da hat sich wie in so einem Naturlaut auch so eine Aufbruchsstimmung unter den Älteren deutlich gemacht. Und diese Aufbruchsstimmung, denke ich, die sollten wir weitertragen. Und dann können wir auch in unsere Verhältnisse eingreifen und diese zum Positiven wenden. Das ist das, warum ich hier bleibe, und ich bleibe auf jeden Fall hier. Die Älteren sorgen sich um die Programmatik, viele Jüngere demonstrieren. Bleiben wollen auch sie. Gestern Nacht Sitzblockade vor gepanzerten Fahrzeugen der Volkspolizei in Ost-Berlin. Keine Gewalt, riefen sie und forderten Freiheit. Es sind Zehntausende geworden, die den Mut haben, auf die Straße zu gehen und sich dafür niederknüppeln und einsperren lassen. Für die Staatsführung, so heute Abend die aktuelle Kamera des DDR-Fernsehens, sind solche Proteste das Werk westlicher Provokateure. Die Randalierer werden keine Chance haben, heißt es weiter. Vertreter der evangelischen Kirche haben heute eindringlich darum gebeten, von Straßenprotesten abzusehen. Die Gethsemane-Kirche in Ost-Berlin. Kerzen brennen für Dutzende Verletzte, auch für diejenigen, die in Schnellverfahren zu Haftstrafen von bis zu 6 Monaten verurteilt wurden. Von der Kirche ging gestern Nacht der Protestzug aus.
Das Gelände steht weiter unter Polizeibewachung. Für westliche Korrespondenten wurde es zum Sperrgebiet erklärt. Drinnen Trauer und Betroffenheit. Und viele haben Angst vor einer Zunahme staatlicher Repression. Wie kann man jetzt überhaupt weitermachen? Wie man weitermachen kann. Ja. Die Polizei nicht reizen, also und eben gewaltlos bleiben, das ist ganz wichtig. Dass nicht noch mehr Verletzte passieren oder genau dasselbe wie in China oder so. Dass es dann Tote gibt oder so, das möchten wir jedenfalls nicht. Zum ersten Mal haben sich heute Abend auch SED-Funktionäre mit der Forderung nach einem Dialog mit der Staats- und Parteiführung zu Wort gemeldet. Und zwar in Leipzig. In 4 evangelischen Kirchen ist heute Abend ein Aufruf verlesen worden, der unter anderem von Kurt Masur unterzeichnet ist, dem Chefdirigenten des weltberühmten Leipziger Gewandhausorchesters, und von 3 Sekretären der SED-Bezirksleitung in Leipzig, von Dr. Kurt Meyer, von Jochen Pommert und Dr. Roland Wötzel. Sie erklären, sie seien betroffen von der Entwicklung in der Stadt und suchten nach einer Lösung. Wir brauchen einen freien Meinungsaustausch über die Weiterführung des Sozialismus in unserem Land, so erklären sie, und versprechen, ihre ganze Kraft und Autorität dafür einzusetzen, dass auch mit der Regierung ein Dialog geführt wird. Vor wenigen Minuten war ich telefonisch verbunden mit Pastor Christoph Wonneberger von der Leipziger Lukasgemeinde. Guten Abend, Herr Wonneberger. Ja, guten Abend, Herr Friedrich. Das hat ja etwas Sensationelles, dieser Aufruf, der heute in der Nikolaikirche und 3 anderen Leipziger Kirchen verlesen worden ist. Da stehen nämlich die Unterschriften von 3 doch relativ hochrangigen SED-Funktionären drunter. Bedeutet das eine erste Öffnung der Partei gegenüber denen, die einen Dialog mit ihr suchen? Dieser Aufruf hat uns alle sehr überrascht. Wir haben eigentlich mit so etwas heute Abend kaum noch gerechnet, weil alles darauf hindeutete, dass es einen sehr großen Polizeieinsatz gibt. Und die Angst vor dem heutigen Abend war sehr groß, sowohl bei den Demonstranten als auch bei der Bevölkerung, als auch wahrscheinlich bei den Einsatzkräften. Aber Sie gehören doch selber zu denen, die in Leipzig Reformen fordern. Sie müssen doch sehr glücklich sein darüber, dass sich nun auch einige Parteifunktionäre aus der Deckung gewagt haben. Ja, ich fühle mich ungeheuer erleichtert heute Abend. Und es ist so etwas wie eine Entkrampfung zurzeit. Was natürlich jetzt dieser Aufruf bedeutet für die gesamte Entwicklung, das lässt sich bisher kaum abschätzen. Aber es ist, denke ich, schon verheißungsvoll, dass zumindest einige bekannte Leute und auch aus der Partei mit ihrem eigenen Namen dafür gezeichnet haben. Und ich hoffe natürlich und wir hoffen eigentlich alle, dass dieses Signal sozusagen von der Parteiebene der dritten Kategorie vielleicht auch von ganz oben kommen könnte. Auch der Name Kurt Masur, des Dirigenten vom Gewandhausorchester, der ist doch wohl auch von einem ganz besonderen Gewicht in diesem Zusammenhang. Das ist richtig, aber ich denke, noch bedeutungsvoller für uns ist die Meldung der 3 aus der SED-Bezirksleitung hier in Leipzig, weil es darauf hindeutet, dass eben auch in der führenden Partei jetzt Menschen bereit sind, sich wirklich auch öffentlich dafür einzusetzen. Noch ein Wort zu den Demonstrationen heute Abend in Leipzig. Die hat es ja in diesem Ausmaß noch nie in der Geschichte der Stadt gegeben. Herr Friedrich, können Sie Ihre Frage noch mal wiederholen? Ja, ganz leise. Ein Wort zu den Demonstrationen heute Abend in Leipzig. Die hat es in diesem Maß ja noch nie gegeben. Man spricht von 50.000 Menschen, einige sogar von 80.000. Also es sind mehr als 50, ich denke eher 80.000 gewesen, ja. Sie waren friedlich, alle die Demonstranten, hoffe ich. Es hat nach unseren Kenntnissen keine Auseinandersetzungen gegeben. Wie hat sich denn die Polizei verhalten? Also die Polizei war in Bereitschaft und sie hat an der Seite gestanden, hat bestimmte Seitenstraßen abgeriegelt, aber hat sich nirgends im Einsatz befunden, außer Verkehrsregeln.
Das ist doch aber auch ein ganz interessantes Indiz für eine mögliche Veränderung des Standpunkts in der Spitze der Partei. Gestern in Berlin hat die Polizei ja noch ganz fürchterlich draufgeschlagen. Das wissen wir und es war ja vorgestern in Leipzig auch, haben die Demonstrationen mit sehr viel Gewalt stattgefunden von Seiten der Polizei. Und auch aus anderen Städten wissen wir das, deshalb waren wir in großer Angst heute und haben verschiedene Arbeitsgruppen, drei Arbeitsgruppen aus Leipzig, Arbeitskreis Gerechtigkeit, Arbeitsgruppe Menschenrechte und Arbeitsgruppe Umweltschutz, einen Appell in allen Kirchen, in denen Friedensgebet war, gerichtet an die Leipziger, auch an die Einsatzkräfte, auf Gewalt zu verzichten. Es gibt ja noch einen Aufruf der Kirchen, Herr Wonneberger, nämlich an die Menschen, sich nicht mehr an Straßendemonstrationen zu beteiligen. Das ist ja nun heute Abend nicht befolgt worden. Wird die Kirche ihre Position da ändern? Diesen Aufruf haben wir gar nicht gekannt. Wir haben ihn hier über die Nachrichtenagenturen bekommen. Gut, Herr Wonneberger, ich bedanke mich einstweilen. Wir werden sicher noch voneinander hören. Dankeschön nach Leipzig. Danke. Gut. Auch in dieser Woche setzt sich also fort, was uns und einen großen Teil der Welt seit Tagen in Atem hält. Ein Kommentar dazu spricht Jürgen Engert vom Sender Freies Berlin. Erich Honecker war ehedem ein Politiker mit einem weiten und klaren Blick. Das ist vorbei. Heute sitzt er mit den Seinen in einem Bunker, durch dessen schmale Schlitze er nur noch begrenzt wahrnimmt. Er sieht die Wirklichkeit nicht, wie sie ist. Er sieht sie so, wie sie nach seiner Vorstellung sein müsste. Realitätsverlust nennt man das. Daraus erklärt sich auch, dass er die schwerste Krise, in der die DDR seit ihrem Bestehen steckt, nicht als hausgemacht erkennt, sondern dem Klassenfeind im Westen ankreidet. Mein Gott, Erich. Dabei hätte Honecker allen Grund, sich in Bonn zu bedanken. Denn dort teilen Helmut Kohl und Hans-Jochen Vogel die Sorge, dass in diesen Tagen in der DDR unkalkulierbare Aufbrüche passieren. Alles haben die Bonner mit der DDR im Sinn, nur eines nicht: dieselbe zu destabilisieren. Wir wünschen uns Reformen. Dabei steht der einzelne Mensch im Mittelpunkt unseres Wünschens. Ihm soll Selbstbestimmung zuteil werden. Er soll wählen können zwischen mehreren Sorten Marmelade, ebenso wie zwischen mehreren Parteien. Falls dieser Prozess in Gang kommt, hat Helmut Kohl umfangreiche Zusammenarbeit und Hilfe angeboten. Nicht Revolution, also gewaltsamer Umsturz ist angesagt, sondern zur Evolution, zum stetigen Wandel wird gemahnt. Eine solche Deutschlandpolitik geschieht nicht aus Fürsorge für Honecker, über den die Entwicklung bereits hinweggegangen ist. Sie resultiert auch nicht nur aus der schrecklichen Erfahrung, dass der Westen lediglich Zuschauer sein könnte, würden Panzer gegen Aufständische rollen. Noch wichtiger ist die Tatsache, dass eine in Flammen stehende DDR den gesamten Reformprozess in Osteuropa stoppen und Gorbatschow unmittelbar gefährden könnte. Schließlich, zu unserer politischen Kultur gehört auch, den Begriff Selbstbestimmung ernst zu nehmen. Und das bedeutet, die Menschen in der DDR, die jetzt ihre jahrzehntelange Sprachlosigkeit überwinden, die den Schritt vom Untertan weg zum Bürger hin tun, sie und nicht wir haben zu entscheiden, in welcher Verfassung sie künftig leben wollen. Das ist auch den flotten Wiedervereinigern bei uns ins Stammbuch geschrieben. Bei aller Zurückhaltung, aller Vorsicht bei uns, das müssen die Mächtigen in Ost-Berlin allerdings wissen. Jeder, der verfolgt, jeder, der hinter Gitter gesteckt wird, weil er auf seine Rechte und seine Würde pocht, der wird in uns einen Anwalt finden. Das haben wir bei Sacharow getan, das werden wir bei den Schulzes und Lehmanns in der DDR ebenso tun. Bei Opfern, da werden wir zu Tätern. Ein Kommentar von Jürgen Engert. Nachrichten nun Werner Feigl.